So, hallo, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Wir machen mit dem Stoff weiter. Wir haben das letzte Mal angefangen, die Darstellung von negativen Zahlen im Rechner anzuschauen. Wir haben zunächst mal gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, die Zahlen mit Hilfe von Betrag und Vorzeichen darzustellen. Das heißt, wenn wir das jetzt für 3 Bits hier betrachten, dann haben wir das höchstwertige Bit, das sogenannte Most Significant Bit, für das Vorzeichen. Wenn das 0 ist, dann haben wir die positiven Zahlen und wenn das eine 1 ist, die negativen Zahlen. Man sieht hier, dass wir einen symmetrischen Zahlenbereich haben. Das heißt hier 0 bis 7 und minus 0 bis minus 7. Und wir haben aber gesehen, dass diese Darstellungsform einige Nachteile hat. Das heißt, wenn wir den Bereich erweitern, also statt jetzt 4 Bits, 8 Bits oder 16 Bits für die Darstellung der Zahlen haben, dann haben wir natürlich unterschiedliche Formen. Auf der einen Seite müssen wir immer mit Nullen erweitern und dafür sorgen, dass das höchstwertige Bit bei positiven Zahlen immer 0 ist und das höchstwertige Bit bei negativen Zahlen in dieser Darstellungsform immer 1 ist. Wir haben auch gesehen, dass es hier Probleme bei der Addition oder bei der Durchführung von Grundrechenoperationen gibt. Das heißt, wenn ich 2 Zahlen addiere, da muss ich zunächst mal schauen, ob die Zahlen das gleiche Vorzeichen haben, unterschiedliche Vorzeichen. Wenn das Vorzeichen gleich ist, dann muss ich bei Addieren natürlich die Beträge addieren. Das Vorzeichen vom Ergebnis ist gleich wie das Vorzeichen der beiden Operanden. Wenn die Operanden unterschiedliches Vorzeichen haben, da muss ich zunächst mal vergleichen, schauen, welche Zahl ist größer, damit ich bestimmen kann, wie das Vorzeichen vom Ergebnis ist und anschließend natürlich die kleinere Zahl von der größeren Zahl abziehen. So, das wollen wir natürlich nicht, beziehungsweise man merkt, wie kompliziert das ist, wenn man das auch realisieren will, hardware-technisch realisieren will. Deshalb waren wir auf der Suche nach anderen Darstellungsmöglichkeiten, mit denen wir einfach rechnen, positive und negative Zahlen, ohne uns zu große Gedanken über welches Vorzeichen, wie muss das Ergebnis aussehen. Und da haben wir als erstes die Darstellung negativer Zahlen in Form vom Einerkomplement kennengelernt. Wir haben auch, es wird auch Stellenkomponent genannt, und wir haben auch gesehen, wenn wir jetzt die positiven Zahlen hier, die erkennen wir als positive Zahlen, zum Beispiel anhand von dem Most Significant Bit ist ja 0 hier. Wenn wir die negativen Zahlen bilden wollen, dann negieren wir einfach die einzelnen Bits. Das heißt eigentlich, wie man sieht hier, die Nullen hier bei der 0 werden zu 1, dann bekommen wir die minus 1. Hier für die 1, 0, 0, 0, 1 bekommen wir 1, 1, 1, 0 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben nach wie vor einen symmetrischen Zahlenbereich, aber wir haben nach wie vor 2 Darstellungen der Null. Die Vorteile gegenüber der Darstellung in Form von Vorzeichen und Betrag, die erste Stelle bei Addition und Subtraktion muss nicht gesondert betrachtet werden. Das werden wir auch anhand von Beispielen in den Übungen sehen, sondern man kann tatsächlich addieren und subtrahieren. Normal muss man natürlich prüfen, ob das Ergebnis, was rauskommt bei einer Addition und Subtraktion, korrekt ist. Aber da gibt es hier Mechanismen, die wir noch in den Übungen kennenlernen werden. Aber 2 Darstellungen der Null, und um das hier, was ist da los hier? Und um das hier zu beseitigen, führt man hier die Darstellung negativer Zahlen im Zweierkomplement. Bevor ich jetzt aber darauf eingehe, will ich kurz ein Beispiel zur Darstellung von Zahlen im Einerkomplement hier geben. Und zwar nehmen wir mal an, wir hätten die Zahl z ist gleich plus 11 zur Basis 10. Und wir wollen diese Zahl in Einerkomplement darstellen. Das heißt, wir können ja für z schreiben, das ist ja die 11. Die 11 ist 8. plus 3 im Dualen, und da das eine positive Zahl ist und wir arbeiten im Einerkomplement, brauchen wir natürlich ein zusätzliches Bit. Das heißt, wir können diese 11 im Einerkomplement nicht mit 4 Bits darstellen, sondern die Mindestanzahl der Bits, die notwendig sind, um die 11 darzustellen im Einerkomplement, ist 5. Ja? Das heißt, n gleich 5, weil dieses most significant Bit, der muss ja da sein, damit er uns sagt, okay, das ist eine 11 im Einerkomplement, eine plus 11 im Einerkomplement. Und nach wie vor haben wir hier die Stellenwertigkeit 0, 1, 2, 3, 4. Ja? Und wie gesagt, insgesamt n gleich 5. Und das Einerkomplement, also z im Einerkomplement, ist, wie wir wissen, dann 2 hoch n, also 2 hoch 5 minus 1, minus die Zahl selber, 11. Das ist gleich 32 minus 1, 31 minus 11 ist gleich 20 Dezimal, und 20 Dezimal entspricht 20 Dezimal entspricht natürlich 16 plus 4, das heißt 1, 0, 0, 1, 0, 0 in Dual. So, das heißt 1, 0, 1, 0, 0 ist das Einerkomplement von 0, 1, 1, von 0, 1, 0, 1, 1. Das kann man natürlich auch ganz einfacher oder noch einfacher hier prüfen. Wir wissen ja, die z ist das hier, das Einerkomplement, haben wir gesagt, das bekommt man, indem man die Bits negiert. Und wenn man das hier anguckt, dann sieht man, das ist genau das Ergebnis, was wir bekommen haben. So, wir haben auf der anderen Seite immer das Problem, wenn man sagt, okay, wir hätten eine Zahl, die ist 1, 0, 1, 0, 0. Die ist gegeben als Einerkomplementzahl oder als Zahl im Einerkomplement darstellen. Was wissen wir dann darüber? Da das höchstwertige Bit eine 1 ist, wissen wir, das ist eine negative Zahl. Wir wollen jetzt den Wert, den Dezimalwert dieser Zahl bestimmen. Da wissen wir aus der letzten Vorlesung, wir können hier schreiben, das ist eine Minus, n gleich 5, also 2 hoch 5 minus 1 plus 1 mal 2 hoch 4 plus 0 mal 2 hoch 3. Ja, das sind die Stellenwertigkeiten der Ziffer hier, 2, 3, 4 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0. Und wenn man das Ganze hier berechnet, dann haben wir minus 31 plus 16 plus 4 . Das ist nichts anderes als die minus 11. Ja? So, ziemlich einfach. Lasst euch nicht erschrecken, merkt euch diese Regeln oder das, was wir hier gelernt haben, dann könnt ihr alles Mögliche prüfen und kontrollieren und umwandeln zwischen den unterschiedlichen Darstellungen. So, um diesen letzten Nachteil der Darstellung, und zwar diese Redundanz, die wir bei der 0 haben, zu eliminieren, führt man die Darstellung in Zweierkomplementform. Und zwar, man addiert zum Einerkomplement noch eine 1 hinzu. Das heißt, wenn wir die Beziehungen von vorher angucken, für das Einerkomplement hatten wir hier z, im Einerkomplement ist 2 hoch n minus 1 plus, minus 1 minus z. Und wenn wir noch eine 1 dazu addieren, dann bekommen wir insgesamt 2 hoch n minus z bei n Stellen. Und der Vorteil, den man hier sieht, oder wie unser Problem hier gelöst wird mit der 0, sieht man ganz hier unten im Beispiel. Also für die 0 mit beliebiger Anzahl von Stellen können wir 0, 0, 0 schreiben. Wenn wir hier eine 1 dazu addieren, ja, das wäre dann hier eine 1, 0, und so weiter und so fort. Das ist die 1. Dann addieren wir, dann sehen wir, was bekommen wir? Entschuldigung, an der falschen Stelle. Das ist das Einerkomplement durch Negieren. Und jetzt addieren wir hier eine 1 dazu. Und jetzt aufgepasst, ja. Dann bekommen wir 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1 und so weiter und so fort. Und am Ende bekommen wir eine 0 und Übertrag 1. Und diese letzte 1, die fällt sozusagen in den See des Vergessenheit, ja. Und, aber das Ergebnis stimmt dann mit n-Bits, ja, und kann man damit auch rechnen. So, somit haben wir das Problem hier gelöst. Wenn man das Ganze hier macht, für alle Zahlen, die wir hier kennen, das sind positive Zahlen, im Zweierkomplement erkennt man nach wie vor, wie beim Einerkomplement, am Most Significant Bit. Das heißt, das Most Significant Bit ist eine 0. Und das Zweierkomplement dazu bekommt man, indem man die jeweiligen Ziffern oder Bits hier negiert und eine 1 dazu addiert. Also wir haben gesehen, bei der 0, bei der Darstellung von der 0, bekommen wir auch eine 0, das Zweierkomplement von 0. Bei der Darstellung von der 1 beispielsweise hier, wenn wir alles negieren, dann bekommen wir hier 0, 1, 1, 1 und addieren wir eine 1 dazu, dann bekommen wir eine 1, 1, 1, 1 als die Darstellung der minus 1 im Zweierkomplement. Ja? Das heißt, was hier zum Beispiel passiert ist, wenn wir hier das Zweierkomplement bilden, dann bilden wir zunächst mal das Einerkomplement plus 1, dann bekommen wir die minus 1, die hier steht. Und das Gleiche machen wir für alle anderen Zahlen. Was man hier bemerkt, ist, dass wir diese Symmetrie im Zahlenbereich, also in den darstellbaren Zahlen, nicht mehr haben. Das heißt, wir können die positiven Zahlen von 0 bis 7 darstellen und die negativen Zahlen von minus 1 bis minus 8. Das heißt, diese Redundanz haben wir eliminiert. Wir haben sie gleichzeitig benutzt bei der gleichen Anzahl von Stellen, die wir zur Darstellung haben, um noch eine weitere Zahl darzustellen, und zwar die minus 8. Die minus 8 konnten wir im Vorzeichenbetrag und im Einerkomplement, wie wir wissen, nicht darstellen, aber die taucht hier natürlich im Zweierkomplement auf, obwohl wir die gleiche Anzahl von Stellen, also von Bits zur Verfügung haben. So, das heißt, man kann immer betragsmäßig die negativen Zahlen eine Zahl mehr darstellen, die minus 8 jetzt hier mit 4 Bits oder die minus 16 mit 5 Bits im Vergleich zu den positiven Zahlen. Einen asymmetrischen Zahlenbereich, und was man macht hier bei der Darstellung von Zahlen im Zweierkomplement, man stellt sie mit Hilfe von diesem Zahlenkreis, wo man hier bei 0 anfängt und dann, wie man sieht hier, die Zahlen einfach die dualen Kombinationen entlang, also auf diesem Kreis aufträgt. Das heißt 0, 1 mit 3 Bits hier, 2 dual interpretiert, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn wir im Zweierkomplement-Modus bin, wissen wir, dass alle Zahlen, die eine führende 0 haben, positive Zahlen sind, das heißt 0, 1, 2 und 3. Das erkennen wir natürlich anhand von diesem Bit hier. Das heißt, wir haben eine plus 0, eine plus 1, eine plus 2, ein plus 3. Aber die Zahlen, die eine 1 im Most Significant Bit haben hier, die sind negative Zahlen. Und wenn man hier von der 0 rückwärts geht, dann bekommt man hier die minus 1, die minus 2, die minus 3 und die minus 4. Und anhand von diesem Zahlenkreis kann man super addieren, subtrahieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 1 und ich will zu 1 eine 2 addieren, also ich will zu der 1 hier die 2 addieren, dann bekomme ich 3. Also ich bewege mich in diese Richtung hier. Bei der Addition bewege ich mich immer in diese Richtung in dem Kreis. Also wenn ich zum Beispiel subtrahieren will, dann bewege ich mich in die andere Richtung, also minus 3, oder addieren, minus 1 plus 2, dann lande ich bei 1 und minus 1 minus 2 lande ich bei minus 3. Und wie man sieht hier, das ist eine sehr anschauliche Darstellungsform dieser Zahlen. So, nun machen wir auch ein paar Beispiele dazu. Vorher vielleicht die negativen Zahlen, die erkennt man immer an dem Most Significant Bit. Das heißt, es bleibt immer 1. Und aus der ersten Stelle kann man immer das Vorzeichen ablesen. Wenn wir eine Bitfolge, wie vorher angegeben, wenn eine Bitfolge angegeben ist mit n Stellen hier, dann hat diese Bitfolge den Zahlenwert minus 2 hoch n plus das hier. Das heißt, diese Bitfolge hier, 1, 1, 0, 1, Das ist die Stellenwertigkeit 0, 1, 2, 3. Aber insgesamt haben wir 4 Stellen. Das hat minus 2 hoch 4 plus 1 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 2 und so weiter. Und das ist die minus 3. Und das kann man natürlich auch prüfen. Denn die 3 mit 4 Bits, wissen wir, das ist die plus 3 mit 4 Bits. Und wenn wir jetzt das Zweierkomplement bilden, dann negieren wir und addieren wir eine 1 dazu und dann bekommen wir 1, 1, 0, 1. Man sieht natürlich, dass diese Darstellung auch sich ändert, genauso wie bei Einerkomplement, genauso wie beim Betrag vor Zeichenform, wenn man den Bereich erweitert. Das heißt, wenn ich die Darstellung von minus 3 mit 8 Bits haben möchte, dann muss ich natürlich die restlichen höherwertigen Bits Vorzeichen richtig erweitern. Das heißt, wenn es eine positive Zahl, muss ich sie alle mit Nullen erweitern. Wenn es eine negative Zahl, wie im vorliegenden Fall, dann muss ich hier lauter Einsen hier hinschreiben. Und das kann man weiter hier vor andere Beispiele. Das heißt, wenn ich hier eine 1 an der letzten Stelle, also Zahlen in 32 Bit, dann ist es natürlich minus 2 hoch 31. Das ist so viel im Dezimalen. Das ist die minus 2 dargestellt in 32 Bit. Das ist klar, die minus 2. Wir können die minus 2, wie wir gesehen haben, mit 3 Bits darstellen, weil die 2 ist 1, 0. Wenn das die 2 ist 1, 0 im Zweierkomplement, das kann nicht sein. Ja, weil das hat eine 1 im Most Significant Bit, deshalb also muss ich hier eine 0, also mindestens 3 Bits sind notwendig, um die minus 2 darzustellen. Das heißt, dass unsere plus 2 nochmal invertieren, also Einerkomplement und 1 dazu addieren, dann bekommen wir 0, 1, 1 und das ist die minus 2 im Zweierkomplement. Und man sieht hier, wir wollen jetzt nicht mit 3 Bits arbeiten, sondern mit 32 Bit arbeiten. Deshalb werden all diese Bits hier natürlich mit Einsen gefüllt. Die minus 1 ist das hier. Ja, das heißt, um die 1 darzustellen, brauchen wir 1. Ja, aber 1 alleine reicht es nicht. Wenn wir im Zweierkomplement sind, dann müssen wir anhand von dem höchstwertigen Bit erkennen, ob das eine positive Zahl oder eine negative Zahl ist. Im Zweierkomplement erkennen wir das anhand von der 0, dass es eine plus 1 ist. Wir negieren für das Einerkomplement und addieren eine 1, dann bekommen wir 1, 1. Das heißt, wenn ich 1, 1 habe, dann ist es die minus 1 und so weiter und so fort. Für die 0 haben wir die 0. Das ist unsere normale positive 1 mit einer 1 an der Stelle 2 hoch 0. Die 2 und dann, wenn alle Stellen hier 1 sind, dann habe ich eine positive Zahl, die ist 2 hoch 30 plus 2 hoch 29 und so weiter und so fort, plus 2 hoch 0 und das ist insgesamt nichts anderes als 2 hoch 31 minus 1. Gut, wir wollen auch hier ein paar Beispiele betrachten und zwar, wenn wir jetzt hier eine Zahl Z, die Zahl Z haben und diese Zahl ist gegeben durch n Ziffern, also Zn-1 bis Z0. Was wir machen eigentlich, das Zweierkomplement, Z im Zweierkomplement, ist nichts anderes als die Negation, ja, die Negation der einzelnen Bits. Ja, das soll ja die Negation hier bezeichnen. Plus eine 1. Das ist unser Zweierkomplement. Jetzt schauen wir mal ein Beispiel für z gleich 7, also dezimal plus 7. Für 7 müssen wir schreiben, also 7 dezimal ist gleich vom Betrag her 111, wie wir wissen. Im Zweierkomplement, damit wir das als positive Zahl erkennen, brauchen wir also eine 0. Haben wir auch gesehen vorher, dass für die Darstellung von plus 7 mindestens 4 Bits auch notwendig sind. Und wir wissen, dass das Einerkomplement ist natürlich die Negierung von den einzelnen Bits. Und wenn wir noch eine 1 dazu addieren, dann bekommen wir 1, 0, 0, 1 als Einerkomplement oder als die Darstellung von minus 7 in Zweierkomplement. also -7 im Zweierkomplement. Auf der anderen Seite, wenn wir 1, 0, 0, 1 als Zweierkomplementzahl haben, dann erkennen wir sofort, dass eine negative Zahl, weil dieses Most Significant Bit hier 1 ist. Und wir wissen jetzt also, dass der Dezimalwert von dieser Zahl ist nichts anderes. Also hier, wir haben insgesamt 4 Stellen, also 2 hoch 4 minus 2 hoch 4 plus 1 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Also ist insgesamt -16 plus 8 plus 1 und das ist die -7. Gut, jetzt wollen wir ein weiteres Beispiel betrachten. Und zwar nehmen wir mal an, wir haben ja einen Prozessor, der mit 4-Bit-Register und Datenbusbreiten hat. Das heißt, es sei n gleich 4. Das heißt, wir können nur Zahlen mit 4 Bits darstellen. Und wir suchen die Darstellung von -5 im Zweierkomplement. Na, das ist ja natürlich eine triviale Aufgabe. Wenn n gleich 4 ist, dann wissen wir, wir können insgesamt wie viele Zahlen darstellen. Wir können 2 hoch 4, also Kombinationen und somit Zahlen darstellen, also insgesamt 16. Deshalb die -5 im Zweierkomplement entspricht 16 minus 5, ja, dezimal, und 16 minus 5 ist 11 dezimal und 11 dezimal ist nichts anderes als 1, 0, 1, 1 im Dualen und das ist das Zweierkomplement von der -5. Natürlich kann man das, wie vorher auch gesehen, das ist die 5, ja, das ist die +5. Wir können nochmal hier negieren, Einerkomplement und 1 addieren. Dann haben wir 1, 1, 0, 1. Also alle Wege, die man hier, alle 2 Methoden funktionieren. Jetzt wollen wir nicht die Darstellung von der 5, sondern wir suchen die Darstellung von -14. Im Zweierkomplement. Naja, das gleiche Prinzip, n gleich 4. Daraus folgt, wir haben n gleich 2 hoch 4 ist gleich 16 und -14 entspricht 16 minus 14. Dezimal natürlich, das ist ja eine 2, wie wir wissen. Und eine 2 ist mit 4 Bits natürlich 0010. Und dann würde einer behaupten, das ist die Darstellung von -14 im Zweierkomplement. Naja, 2 Möglichkeiten, das zu prüfen. Die +14, die wissen wir, das ist eine 12 plus eine 2, eine 8 plus 4, Entschuldigung, 8, also die 14 ist eine 8 plus 4 plus 2, ja, das ist die +14. Einerkomplement ist 1, 0, 0, 1, 0. Und wenn wir das addieren, dann bekommen wir 1, 1, 1, 1. Stimmt das? Natürlich nicht, ja, weil die 1, 1, 1 ist die -1, wie wir gesehen haben. Also wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Also hier habe ich dumm gerechnet nach diesem Vorschrift, die wir kennen. Und da kam ich auf eine Zahl als Zweierkomplement von 14. Die hat eine 0 im Most Significant Bit hier. Also das kann nicht sein, dass es eine negative Zahl ist. Das ist gar keine negative Zahl. Und deshalb ist es wahrscheinlich nicht auch das Zweierkomplement von minus 14. Wenn ich das hier auch mache, mit Umwandeln, Entschuldigung, ich habe hier negieren und dann eine 1 dazu addieren, das verbessert natürlich die Situation nicht. Trotzdem ist das ein falsches Ergebnis, weil da sollte hier ein minus 14 rauskommen, aber das ist nicht der Fall. Wo ist der Fehler? Wir können die minus 14 nicht mit 4 Bits darstellen. Und den Fehler kann man an mehreren Stellen erkennen. Einmal erkenne ich hier, dass ich eine Zahl bekomme mit einer 0 an der most significant Bit. Ich habe nochmal einen Fehler bei meiner Prüfung hier gemacht, weil wenn das ein plus 14 sein soll, dann muss das most significant Bit hier eine 0 sein. Und wenn ich das hier negiere, dann bekomme ich eine 1 und eine 1 dazu addiere, dann bekomme ich das hier. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, man muss immer nachdenken, wie viele Ziffern, immer nachdenken, wichtig. Man muss sowieso immer nachdenken, ja? Also immer nachdenken, wie viele Bits, also wie groß ist unser N, sind für eine korrekte Darstellung notwendig. So, wenn wir jetzt unser Beispiel mal angucken, minus 14 im Zweierkomplement. Wir haben gesehen, mit n gleich 4 funktioniert es nicht. Nehmen wir mal n gleich 5, ja. Dann wissen wir, dass wir insgesamt mit 5 Bit 2 hoch 5, also 32 Zahlen darstellen können. Und genau wie vorher, die minus 14 ist nichts an, entspricht dann nichts anderes als 32 minus 14. Und das ist gleich 18 Dezimal. Und 18 Dezimal entspricht 16 plus 2 dual. Also 16 plus 2 dual. Und 16 plus 2 dual ist nichts anderes als das Zweierkomplement von plus 14. Ja? Ja, das ist 2 hoch minus 5 plus 2 hoch 4 plus 2 hoch 2 und da bekommen wir natürlich 18 bzw. minus 14. Okay, so, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar, wenn wir solche Zahl, eine Zahl dezimal haben und wir wollen das in 8-Bit, mit 8-Bit darstellen, die Zahl minus 77, dann wissen wir, dass die 77 ist 64 plus 8 plus 4 plus 1 in Dual, können wir mit dem euklidischen Algorithmus oder Horner-Schema bestimmen. Und dann wissen wir mit Vorzeichenbetrag, wenn das die minus 17 ist, dann haben wir hier eine 1 im most significant Bit. Wenn wir das Einerkomplement bilden, dann natürlich invertieren wir diese Stellen, diese Bits stellenweise oder bitweise komplementieren. Müssen natürlich dafür sorgen, wir dürfen diese 0 hier nicht weglassen. Ja? Also wenn es hier heißt mit 7 Bits, nicht, dass man diese 0 hier wegmacht. In dem Moment, wo man Einerkomplement bildet, muss man sicherstellen, dass die ursprüngliche Zahl richtig dargestellt ist. Und die ursprüngliche Zahl 77, die ist dann richtig dargestellt, wenn wir hier eine 0 haben. Also die 0 ist hier zwingend notwendig, um das Einerkomplement zu bilden. Wenn wir alles invertieren, dann bekommen wir das hier, also 0, 1 und so weiter und so fort. Und für das Zweierkomplement addieren wir eine 1. Dann bekommen wir die Darstellung hier. So, jetzt wissen wir wirklich alles und deshalb machen wir ein weiteres Beispiel. Und zwar die Frage ist, was ist 1, 1, 1, 1, 1? So, wie genau ist diese Frage spezifiziert? Oder ist die Frage richtig gestellt? Nein. Denn je nachdem, wie wir diese Reihe von Einsen interpretieren, bekommen wir natürlich ein anderes Ergebnis. Das könnte zum Beispiel eine Dezimalzahl sein. Dezimalzahl. Ja, das ist dann 11.111 zur Basis 10. Ja, das ist noch legitim. Das könnte eine vorzeichenlose Zahl sein. vorzeichenlose Zahl, das heißt 1, 1, 1, 1, 1 ist nichts anderes als 1 mal 2 hoch 4 plus 1 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0 und das ist nichts anderes als 31 zur Basis 10. Das könnte natürlich eine Zahl im Zweierkomplement sein. Also Zweierkomplement. Und da wissen wir sofort, aha, 1, 1, 1, 1, 1 kennen wir, glaube ich, wenn wir wissen, dass eine negative Zahl auf jeden Fall, weil das most significant Bit im Zweierkomplement ist jetzt hier 1. Wenn wir invertieren alle Bits, dann bekommen wir 0, 0, 0, 0, 0. Und wenn wir eine 1 dazu addieren, dann bekommen wir 0, 0, 0, 0, 1. Also die Zahl ist dann minus 1. Im Zweierkomplement. Das könnte natürlich eine Zahl im Vorzeichenbetragform sein. Vorzeichenbetrag, da wissen wir 1, 1, 1, 1, 1, das dann das höchstwertige Bit ist das Vorzeichen und der Rest ist der Betrag und das Vorzeichen ist dann hier negativ, weil wir eine 1 haben im Vorzeichenbit und dann die Stellenwertigkeit nach wie vor überall 0, 1, 2, 3, also 1 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Das ist dann nichts anderes als minus 15. Dezimal. So, und was könnte es noch sein? Es könnte natürlich eine Hexadezimalzahl sein, also 1, 1, 1, 1, 1 und wir wissen, dass wir das ziemlich einfach in Hexadezimal schreiben können, weil wir können hier, die Basis ist ein Zweierpotenz von der anderen Basis, also ist gleich 1f zur Basis 16. Es könnte eine Oktalzahl sein. Das heißt 1, 1, 1, 1, 1. Das gleiche Spiel hier. Wir können ja alles hier in Dreiergruppen, die Einsen in Dreiergruppen zusammenfassen. Und dann bekommen wir eine 3, 7 zur Basis 8. Und so weiter und so fort. Dann machen wir weiter und zwar mit der letzten Darstellung, mit der letzten Möglichkeit oder ja, Möglichkeit zur Darstellung negativer Zahlen. Das ist die sogenannte Darstellung im Offset-Dual bzw. die Exzess-Darstellung. Und das ist eine Darstellung, die wir sehen werden, wenn wir uns mit Gleitkommazahlen beschäftigen. Diese Darstellungsform wird hauptsächlich für die Darstellung von Exponenten bei Gleitkommazahlen, wie gerade erwähnt, verwendet. Und die Darstellung einer Zahl erfolgt dann in der Form der Charakteristik. Und diese Charakteristik ergibt sich, indem man ein Offset addiert zu den Darstellungen der Zahlen, die man im Zweierkomplement hat. Also 1, 0, 0 zum Beispiel war die Darstellung von minus 4, wenn wir uns erinnern, als Zweierkomplement. Das heißt, wenn ich will, dass die Darstellung von 1, 0, 0, ja, also von der minus 4 im Zweierkomplement eine 0, 0, 0 Darstellung bekommt, dann muss ich ein Offset von 4 dazu addieren. So, das heißt, bei n-Stellen addiere ich ein Offset von 2 hoch n minus 1 und somit bekomme ich die Darstellung 0, 0, 0 und so weiter und so fort für die kleinste negative Zahl, die ich im Zweierkomplement habe. Ziemlich einfache Geschichte, das sieht man anhand von diesem Diagramm hier oder anhand von dieser Tabelle. Man sieht hier die Charakteristikdarstellung, das heißt die minus 4 im Zweierkomplement, wir arbeiten mit 3 Stellen, also n gleich 3. Und wenn wir hier zu der minus 4 eine 2 hoch 2 addieren, also eine 4 addieren, dann bekommen wir für die Darstellung der minus 4 die 0. Und für die Darstellung der 3, also die große positive Zahl, die 1, 1, 1. Somit arbeitet man sozusagen im Vorzeichenlosen, mehr oder weniger. Wenn es nachher um Exponenten von Gleitkommazahlen geht, dann werden wir sehen, dass wir nicht mit dem Exponent arbeiten, also nicht zum Beispiel mit minus 4 bis 3, sondern wir werden mit der Charakteristik arbeiten, wo die Charakteristik 0, 0, 0 dem kleinsten Exponenten entspricht von minus 4 im Beispiel. Aber die Tabelle fasst alle Möglichkeiten auch zusammen. Einmal Vorzeichenbetrag. Natürlich können wir die minus 4 nicht hier mit 3 Bits darstellen. Also hier nicht möglich, auch die minus 1 nicht. Die minus 3 erkennen wir hier bis minus 1 anhand der führenden 1 hier und dann die Beträge. Für die 0 wissen wir, dass wir 2 Darstellungen, einmal plus und einmal minus 0 und für die positiven Zahlen ganz normal. Im Einerkomplement das Gleiche. Negative Zeichen durch eine vorgestellte 1 im Most Significant Bit, positive Zahlen durch eine 0 und dann 2 Darstellungen für die 0, also einmal Plus und einmal die Minus 0. Und im Skriptum gibt es hier an der Stelle einen Fehler. Da hat jemand von euch, also in der Auflage 11 war der Fehler nicht drin, aber in der 12. Auflage wollte jemand was verbessern und hat dadurch was kaputt gemacht. Ich war es definitiv nicht. Ja. Das kann man anhand von dem Git-Logs mal auch nachvollziehen. Ja. Das heißt, hier auf dieser Folie ist die korrekte Schreibweise oder die richtige Darstellung von Plus und Minus 0 in einer Komplementform. Dann die Zweierkomplementen und die Charakteristik, die wir gerade besprochen haben. Somit kennen wir alle Möglichkeiten und können wir zwischen all diesen Möglichkeiten eigentlich umrechnen. Wir können Zahlen von Basis B zu Basis P umwandeln. Wir können positive, negative Zahlen darstellen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht alles, sondern wir haben ja nicht nur ganzzahlige Zahlen, die wir darstellen wollen im Rechner, sondern wir haben auch gebrochene Zahlen, die wir darstellen wollen im Rechner. Das heißt, wir haben uns jetzt mit der Darstellung von Ziffern beschäftigt, 0 bis 9. Wir haben uns mit der Darstellung der beiden Vorzeichen beschäftigt und jetzt als nächstes wollen wir uns mit der Darstellung vom Komma beschäftigen. Und natürlich für die Darstellung von Zahlen im Rechner haben wir die Binärziffern 0 und 1 und es gibt hier spezielle Vereinbarungen für die Darstellung von Vorzeichen, aber auch vom Komma. Vom Vorzeichen haben wir gerade gesehen, vom Komma werden wir gleich sehen. Und zwar hier unterscheidet man zwischen 2 Möglichkeiten. Auf der einen Seite, dass man sagt, wir vereinbaren, das Komma sitzt immer an einer Stelle im Maschinenwort. Wenn ich ein Maschinenwort habe von M Bits beispielsweise, dann sagt man, okay, ich habe N Bits für Vorkommazahlen und K Bits für Nachkommazahlen und das Komma sitzt immer an der gleichen Stelle. Ja? Also 2 Stellen zum Beispiel davor oder eine Stelle davor. Das heißt, man kann hier sagen, dass man hier Vereinbarungen trifft, zum Beispiel das Komma sitzt innerhalb des Maschinenworts, dass eine Dualzahl oder auch eine Dezimalzahl repräsentieren oder enthalten soll an einer festen Stelle. Meistens setzt man das Komma hinter die letzte Stelle und andere Zahlen können natürlich durch entsprechende Maßstabfaktoren in die gewählte Darstellungsform überführt werden. Und bei diesen Darstellungen werden negative Zahlen immer oder meistens im Zweierkomplement dargestellt. Was bedeutet das eigentlich? Das kennen wir vielleicht aus dem Dezimalen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, man hätte für die Darstellung zum Beispiel im Dezimalsystem, in Festkommazahlen, wenn ich jetzt die 2,9 darstellen will, dann ist das ein 2,9. Ich sage immer, das Komma ist immer hinter der ersten Stelle. Wenn ich jetzt 290 darstellen will, dann ist es natürlich ein 2,9 mal 100. Und wenn ich 2900 darstellen will, dann ist es ein 2,9 mal 1000. Und so weiter und so fort. Also das wäre 2900, das wäre 290 und natürlich das wäre die 29. Und das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel addiert oder subtrahiert im Rechner. Da muss man immer dafür sorgen, dass tatsächlich die Operanden, die man addieren will, immer diese Vorschriften oder diese Vereinbarung erfüllen. Das heißt, wenn ich 290 zum Beispiel und 230 addieren will, dann muss ich 2,9 mal 100 ja, plus 2,3 mal 100 hinschreiben und so weiter und so fort. Und das Ganze gilt natürlich auch im dualen oder im Binärsystem. Das heißt, man sagt, okay, ich habe drei Stellen immer hier 1, 1, 0 und hier sitzt jetzt mein Komma 1, 1, 0 und die andere Zahl ist 1, 0, 1, 0, 1, 1 beispielsweise. Also immer diese Darstellungsformen, wo man sagt, okay, das Komma ist immer an der gleichen Stelle. So, wenn man das Ganze jetzt hier sagt, man hat zum Beispiel, sagen wir mal, K-Bits zur Darstellung von Festkommazahlen, nehmen wir mal 8 Bits oder 8 Stellen, wenn das nicht im Dualen ist. Und wir wollen annehmen, machen wir 6, damit ich nicht so viel schreibe hier, wie hier auf meinem Papier. Wir wollen annehmen, dass die Anzahl der Nachkomma- und Vorkommastellen ist gleich 3, also 3 Vorkomma-, Vor- und Nachkommastellen. Dann können wir natürlich hier Folgendes schreiben, wenn ich die 0 darstellen will, also im Dezimalen, dann ist es natürlich in diesem Format 0, 0, 0. 0, 0, 0. Also hier ist unser Komma, ja, an der dritten Stelle, weil ich M und N habe, ja. Das sind N-Bits hier und das sind M-Bits vor Nachkommastellen. Wenn ich die 1 hier dezimal darstellen will in diesem Format, dann ist es natürlich 0, 0, 1 und 0, 0, 0. Wenn ich die 0,5 hier in diesem Format darstellen will, dann muss es so in einem Rechner so aussehen, also das ist die Ziffernwertigkeit 2 hoch minus 1. Und wenn ich zum Beispiel 7,7 darstellen will, das ist 1, 1, 1, 1, 1, 1. Wahrscheinlich die größte Zahl, die ich in diesem Format darstellen kann, mit 3 Stellen vor dem Komma und 3 Stellen nach dem Komma, also 7,7. Okay. So viel dazu. Jetzt stellt sich die Frage, wie viele Zahlen können wir überhaupt darstellen in diesem Format? Nehmen wir mal an, oder was ist die große und die kleinste Zahl, die wir darstellen können? Nehmen wir mal an, wir hätten hier, was habe ich, N Vorkommazahlen, Stellen. Und M, das sind 3 Stellen, drei Vorkommastellen und 3 Nachkommastellen. Die Stellenwertigkeit ist 0, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3. Hat sich nichts an der ganzen Geschichte geändert. Ja? Das ist jetzt vorzeichenlos, was ich hier mache. Also die Darstellung der einzelnen Bits sind vorzeichenlos. Nicht Zweierkomplement, aber danke für den Hinweis. Ja. Wie gesagt, wie ich ihm geantwortet habe, wir stellen beide Teile als vorzeichenlose Zahlen dar. Ja, das ist nur ein Beispiel. Das heißt, die Stellenwertigkeit ist eigentlich auch hier 2, 1, 0. Jetzt hätten wir hier N Vorkommastellen und M Nachkommastellen, dann was ist die große Zahl, die wir hier darstellen können? Also insgesamt, so, Und jetzt komme ich hier auf dich zurück. Jetzt machen wir das tatsächlich im Zweierkomplement. Wir arbeiten im Zweierkomplement. Und wenn ich jetzt hier n-Stellen, Vorkommastellen und m-Nachkommastellen habe, dann habe ich natürlich die größte Zahl. Die muss ja positiv sein. Das heißt, die hat eine 0 hier. Und die hat natürlich Einsen hier bei allen Vorkommastellen. Und dann die Nachkommastellen sind sie auch alle 1. Das heißt, wir haben hier die Stellenwertigkeit 0, 1, 2, 3, 4, 5, so n minus 1 und n. Und dann hätten wir hier minus 1, minus 2 und so weiter und so fort bis minus m plus 1 und minus m. Und das ist die große Zahl, die wir darstellen können. Das heißt, die ist gleich 2 hoch n minus 1 plus 2 hoch n minus 2 plus 2 hoch 1 plus 2 hoch 0 plus 2 hoch minus 1 plus 2 hoch minus 2 plus 2 hoch minus m plus 1 plus 2 hoch minus m. Und der Zahlenwert, wenn wir das bestimmen wollen, den können wir am besten bestimmen, wenn wir hier mal ein 2-mal z bilden. Also das ist unser z. Und 2-mal z, also wir multiplizieren mit 2. Dann bekommen wir natürlich hier 2 hoch n plus 2 hoch n minus 1 plus und so weiter und so fort. Und am Ende plus 2 hoch minus m plus 1. Ja? Wenn wir jetzt z, den Wert für z bekommen wollen, dann wissen wir, dass z ist nichts anderes als 2z minus z. Das ist also 2 hoch n minus 2. Jetzt verschiebe ich mal das für euch hier, damit keiner durcheinander kommt. Minus 2 hoch minus m. Das ist die große Zahl, die man also mit n Vorkommastellen und m Nachkommastellen im Festkommaformat darstellen kann. Die kleinste Zahl, also die kleinste positive Zahl, also betragsmäßig, ja, oder positive Zahl, die ist natürlich z ist gleich, die hat natürlich nur eine 1 ganz hinten, ja, 0, 0 und so weiter und so fort, 0,001. Und da wissen wir, das ist nichts anderes als 2 hoch minus m. So, das heißt, wir wissen jetzt, mit Hilfe von diesem Format können wir Zahlen, also mit dieser Anzahl von Vorkomma- und Nachkommastellen können wir Zahlen zwischen 2 hoch n minus 2 hoch minus m und 2 hoch minus m im Positiven darstellen. Natürlich entsprechend auch im Negativen. Wir arbeiten ja hier im Zweierkomplement. Natürlich gibt es Datentypen wie Integer, also Ganzzahlen. Das ist so ein Spezialformat von Festkommazahlen. Also manche Programmiersprachen auch erlauben die Definition von Ganzzahlen in unterschiedlichen Längen. Natürlich hängt das alles vom Prozessor, vom Compiler und ähnliches. Beispielsweise in C kennt man natürlich Short Integer, Integer, Long Integer und auch Unsigned. Und die Vorteile, die man hier hat, man kann Zahlen exakt darstellen. Ja, das heißt, wenn wir hier diese Anzahl von Bits haben, dann können wir die Zahlen exakt darstellen. Wir werden sehen, dass bei der Darstellung im Gleitkomma-Format das nicht immer der Fall ist. Das hat aber Nachteile oder Probleme, denn ganz große Zahlen bzw. ganz kleine Zahlen kann man hier nicht darstellen. Also die kleinste Zahl ist 2 hoch minus k, ja, haben wir gesehen. Und Zweierkomplement mit n Vorkommastellen und k Nachkommastellen, also ich habe es jetzt mit m gemacht, haben wir gesehen, dass wir Zahlen zwischen minus 2 hoch n und 2 hoch n minus 2 hoch minus k darstellen können. und Zahlen mit den kleinsten Absolutbeträgen zwischen -2 hoch -k und 2 hoch -k darstellen können. Es gilt auch, oder man kann hier, oder wenn man Zahlen in diesem Format darstellt, dann gibt es keine Abgeschlossenheit. Das heißt, das sind so zentrale Axiome der Algebra, Zahlenalgebra. Das heißt zum Beispiel 2 hoch n minus 1 und 2 hoch n minus 1, das sind zwei Zahlen, die wir darstellen können, natürlich mit n Vorkommastellen. Aber der Summe der beiden großen Zahlen, die wir darstellen, oder großen Zahlen, die wir darstellen können, die können wir nicht mehr in diesem Format repräsentieren. Also das Ergebnis ist nicht darstellbar, obwohl die Operanden selber darstellbar sind. Außerdem werden weitere Gesetze wie Assoziativgesetz und Distributivgesetz verletzt. Das heißt, wenn wir das hier nicht darstellen können und wir wollen davon ein 2 hoch minus 1 abziehen, also etwas nicht Darstellbares und davon etwas abziehen, das ist nicht darstellbar. Aber wenn ich die andere Seite angucke, 2 hoch n minus 1 minus 2 hoch n minus 1 ist 0. Und plus 2 hoch n minus 1 ist 2 hoch n minus 1. Das heißt, man sieht hier, dass dieses Distributiv- oder Assoziativgesetz hier nicht mehr gilt. Ja? Ganz einfache Gesetze der Mathematik, die wir kennen. Nun wollen wir das beseitigen und deshalb wollen wir mal schauen, was gibt es hier für andere Möglichkeiten. Und da gibt es hier die Möglichkeit, oder damit man überhaupt betragsmäßig große Zahlen und betragsmäßig sehr kleine Zahlen auch darstellen kann, gibt es die Möglichkeit der Darstellung im sogenannten Gleitkomma-Format oder Fließkomma-Format. Und diese Darstellung entspricht einer halblogarithmischen Form, wo die Zahl angegeben ist als positiv, negativ, also plus, minus, eine Mantisse, mehr oder weniger Betrag der Zahl, oder ein Teil des Betrags der Zahl multipliziert mit b hoch Exponent. Ja, wobei b hier jetzt die Basis, im Dualsystem ist das 2 oder das kann auch 16 oder beliebig sein. Und wenn wir die Basis schon kennen, dann brauchen wir natürlich sie im Rechner nicht darzustellen. Wir sagen, dieser Rechner arbeitet mit Zahlen zu Basis 2 oder mit Zahlen zu Basis 16. Die Gleitkommazahlen, die werden meist nicht im Zweierkomplement dargestellt, sondern, wie man das sieht hier, Betrag wird eigentlich durch Betrag und Vorzeichen dargestellt. Wir haben ein Plus und Minus für das Vorzeichen, multipliziert mit dem Betrag. Und für den Exponenten hier, der sowohl positiv als auch negativ sein kann, verwendet man auch keine Zweierkomplementdarstellung, sondern die Darstellung in der sogenannten Charakteristikform, also die Offset-Form, die wir gerade kennengelernt haben, wo wir ein Offset zu der negativsten Zahl, zu der kleinsten negativen Zahl addiert haben, damit diese kleinste negative Zahl die Darstellung 0, 0, 0, 0 hat. Das heißt, der kleinste Exponent, ja, minus 128, ja, hat dann die Darstellung 0000 in diesem Format. So, und was macht man da? Das heißt, man hat nach wie vor eine bestimmte Anzahl von Stellen. Also nehmen wir mal an, das ist hier ein Prozessor, der arbeitet mit 32 Bits. Also insgesamt haben wir n Stellen. n ist gleich 32. Und diese 32 Bits werden jetzt zur Darstellung von Gleitkommazahlen in folgenden Bereichen unterteilt. Einmal das höchstwertige Bit nach wie vor für das Vorzeichen. Ich brauche nur ein Bit für das Vorzeichen. Dann habe ich eine Mantisse hier, und zwar ich habe insgesamt hier x Bits für die Darstellung der Mantisse. Wenn wir zum Beispiel jetzt bei diesem Prozessor sind, dann sind das beispielsweise hier 0 bis 22, also insgesamt 23 Bits für die Mantisse, und dann von 23 bis 30 habe ich für die Darstellung von dem Exponenten beziehungsweise den Exponenten in der Charakteristikform. Und dann habe ich natürlich das höchstwertige Bit mit der Stellenwertigkeit 31 hier für die Darstellung, für das Vorzeichen. Und der Zahlenwert x ergibt sich immer aus dieser Gleichung hier. Das heißt, minus 1 hoch Vorzeichen. Wenn das Vorzeichen Bit 0 ist, dann habe ich positive Zahlen. Wenn es 1 ist, dann habe ich negative Zahlen. 0, Mantici, also das Ganze auch mit einer festen Vereinbarung für die Position des Kommas, multipliziert mal b hoch Exponent. Ja? Und der Exponent hier ist dann die Charakteristik minus so ein Offset. Ja? Und dieser Offset, wenn wir hier jetzt für das Beispiel berechnen, dann ist das ist gleich b, b ist 2. Wir nehmen mal an, dass unser Prozessor mit Zahlen zur Basis 2 arbeitet, also im Dualsystem. Dann ist der Offset 2 hoch, y minus 1 ist 30, minus x, x ist 23, ist gleich 2 hoch 7. Und 2 hoch 7 ist gleich 120, 28. Ja, das ist ja ganz klar, wenn wir hier 8 Bits für die Darstellung von der Charakteristik, dann müssen wir ein Offset von 2 hoch n minus 1, also 2 hoch 7, 128 zu der kleinsten negativen Zahl addieren, damit sie die Darstellung 000 hat. Und das ist, was wir hier gesehen haben. So, dann macht man so ein paar Vereinbarungen. Bei der Mantici ist die Lage des Kommas wiederum durch Vereinbarung festgelegt, meistens links vom Most Significant Bit. Ja, also dass alle Zahlen die Darstellung haben 0,10 irgendetwas. Der Exponent ist eine ganze Zahl, die in Form von Charakteristik dargestellt wird. Sowohl für die Charakteristik als auch die Mantici haben wir eine feste Anzahl von Speicherzellen und das ist, haben wir ja gesehen. Hier haben wir X-Bits für die Mantici, hier haben wir y minus x-Bits für die Charakteristik. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich mehr Bits für die Mantici habe, dann kann ich natürlich die Zahlen genauer darstellen. Weil dieses Bit hier mit 0 hat die Stellenwertigkeit 2 hoch minus 22. Wenn ich mehr Bits für die Mantici habe und weniger für die Charakteristik bei der gleichen Anzahl von Stellen n, dann kann ich die Zahlen genauer darstellen, weil ich kann nicht nur 2 hoch minus 22, sondern 2 hoch minus 23, 2 hoch minus 24 darstellen. Aber ich kann nicht mehr so viele Exponenten darstellen, weil hier habe ich dann nicht 8 Bits für die Darstellung aller möglichen Exponenten. Also mit 8 Bits kann ich 2 hoch 8, also 256 unterschiedliche Exponenten darstellen. Wenn ich 5 Bits nur für die Charakteristik oder für den Exponenten habe, dann kann ich nur 32 unterschiedliche Exponenten darstellen. So, das heißt, die Länge von der Charakteristik bestimmt die Größe von dem Zahlenbereich, während die Länge der Mantici die Genauigkeit, mit der man Zahlen darstellen kann. Und eine Gleitkommazahl wird in Rechnern in normalisierter Form dargestellt. Und normalisiert bedeutet, wenn diese 0, Mantici diese Ungleichung erfüllt. Das heißt, diese 0, Mantici ist kleiner als 1. Also ich darf nicht schreiben bei einer Gleitkommazahl, diese Gleitkommazahl ist 1,0101. Ja? Weil dieses 0, Mantici muss immer kleiner 1. Das heißt, ich muss immer schreiben in der Form. Ja, natürlich kann ich das machen, weil ich kann ja mit Exponenten multiplizieren. Mal 2 hoch 2 in dem Fall beispielsweise. Und das muss natürlich immer größer gleich als 1 durch b, also größer gleich als 1/2. Das heißt, in der dualen Darstellung ist die erste Stelle der Mantici hier nach dem Komma muss immer gleich 1 sein. So, das heißt, bei allen Zahlen, die normalisiert dargestellt werden, muss immer eine 1 hier an der Stelle sein. Also sowas wäre dann nicht normalisiert. Ja? Und das schafft man natürlich, weil man kann natürlich die Zahlen mit Hilfe von dem Exponenten hin und her verschieben, damit das überhaupt funktioniert. So. Ausnahme ist natürlich bei der Zahl von 0, weil wenn ich die Zahl von 0 habe und ich will, dass das erste Bit der Mantissa hinter dem Komma 1 hat, dann habe ich sowieso immer ein 0,5. Das heißt, ich kann die 0 nicht darstellen. Deshalb sieht man hier ein spezielles Muster, Bitmuster für die Darstellung der 0 vor, wo man dann von dieser Regel hier abweicht. So, wenn man dieses spezielle Bitmuster festlegt, dann ist die erste Stelle der Mantissa in normalisierter Form immer gleich 1. Und wenn man das weiß, dass die erste Stelle der Mantissa für Zahlen in normalisierter Form immer 1 ist, dann braucht man sie gar nicht darzustellen. Dann kann man sie implizit darstellen und gewinnt man damit ein Bit, mit dem man noch mehr Genauigkeit in der Darstellung der Zahlen erreicht. Das heißt, implizit habe ich meine 2 hoch minus 1, aber ich brauche sie dort nicht zu repräsentieren in einem Bit in meinem Register, sondern ich kann sie intern berücksichtigen oder implizit berücksichtigen, spare ich somit ein Bit bei der Speicherung und gewinne bei dem gleichen Speicherbedarf, also bei der gleichen Breite n, ein Bit an Genauigkeit. Natürlich, wenn wir jetzt arithmetische Operationen ausführen, wie Konvertieren von Zahlen in Gleitkommazahlen, in Dezimal und Ähnliches, müssen wir diese implizite 1 berücksichtigen. Die Frage ist, warum Normalisierung? Ja, oder was bedeutet überhaupt Normalisierung? Normalisierung aus ganz einfachem Grund. Einmal hat man es oft zum Beispiel mit, oder will man ja auch periodische Zahlen darstellen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt periodische Zahlen darstellen will, Darstellung periodischer Zahlen. Nehmen wir mal an, wir hätten 0,1 Dezimal. Und wenn wir das mit 1 unserer Methoden umrechnen, dann wissen wir, das ist ja 0,000, 1100, 1100 und so weiter zu Basis 2. Das ist die 0,1 Dezimal in Dual umgewandelt. Und das ist eine periodische Zahl, also 0, also das ist gleich 0,0001100 Periode. Das heißt, das geht unendlich weiter. Und natürlich für die Darstellung im Rechner haben wir eine endliche Anzahl von Stellen. Also Darstellung im Rechner mit endlicher Stellenzahl. Das ist unser n. Das heißt, man will eigentlich möglichst viele signifikante Stellen von diesen periodischen Zahlen zum Beispiel darstellen. Also deshalb will man möglichst viele signifikante Stellen. Und das erreicht man, indem man für 0,1 Dezimal zum Beispiel schreibt, das ist ein 0,1100, 1100 und so weiter und so fort, multipliziert mit 2 hoch minus 3. Also das heißt, ich kann natürlich 3 Stellen mehr darstellen von der Mantissa, von dem Betrag dieser Zahl, wenn ich diese Gleitkomma-Darstellung hier verwende. Natürlich findet man auch Beispiele im Dezimalsystem. Also wir normalisieren auch im Dezimalsystem. Normalisierung im Dezimalsystem. Und zwar, wenn ich sage, okay, der Abstand zwischen Karlsruhe und Rom ist 1160 Kilometer, dann kann ich natürlich hier 1160 mal 10 hoch 3 Meter schreiben. Oder ich kann 11,60 mal 10 hoch 5 Zentimeter schreiben und so weiter und so fort. Entschuldigung, 2 Meter. Oder ich kann hier schreiben 1,160 mal 10 hoch 6 Meter. Und man sieht hier, was wir jetzt gerade kennengelernt haben, dass diese führende 1 hier, also das ist immer aus 1, 10. Ja, das ist, wie wir das im Dezimalsystem machen. Gut, so viel dazu. machen wir weiter, und zwar, wir wollen schauen, wie Zahlen jetzt im Gleitkomma-Format dargestellt werden, und deshalb haben wir eine Zahl rausgepickt, 7135 im Dezimal. Wir haben sie mit dem euklidischen Algorithmus oder Horner-Schema in eine Dualzahl umgewandelt, und diese Dualzahl, die ist hier dargestellt. Wir wollen mit diese Dualzahl in unterschiedlichen Formaten darstellen. Und zwar zunächst mal, wir wollen das Festkomma-Darstellung mit Zweierkomplement. Das ist natürlich, wir wollen mit 32 Bit, wie es hier auf der Folie, also 3 verschiedene Darstellungen in 32 Bit. Basis ist 2. Und im Zweierkomplement wissen wir eigentlich, das ist eine ziemlich einfache Geschichte, das ist eine positive Zahl. Das heißt, das Vorzeichenbit muss eine 0 sein und der Betrag von der Zahl muss hier an diesen Stellen, angefangen mit 2 hoch 0, hier kommen. Und wenn ich das hier mache, dann schreibe ich hier meine 0 für das Vorzeichen. Das ist der Betrag hier, und die restlichen Bits natürlich, wie wir gesehen haben, auch vorher, werden mit 0, also Vorzeichen richtig erweitert. Also insgesamt ist diese Zahl in Festkomma-Darstellung jetzt im Zweierkomplement dadurch gegeben. Wenn ich jetzt diese Nullen und Einsen ein bisschen zusammenfasse, dann kann ich das so ein Hexadezimal machen. Dann sieht man, ich habe hier Nullen, hier habe ich 1, hier habe ich eine B, also 11, hier habe ich eine 13D und hier habe ich ein F. So, das ist ziemlich einfach. Jetzt wollen wir diese Zahl im Gleitkomma-Format darstellen, auch mit 32 Bit. Und nicht vergessen, 32 Bit im Gleitkomma-Format, das ist immer das Gleiche. Wir haben diesen Kasten hier und wir haben eine Anzahl von Bits für die Mantisi, eine bestimmte Anzahl für die Charakteristik und für das Vorzeichen. Und das wollen wir in normalisierter Form darstellen, und das gucken wir mal ein bisschen genauer an. Was muss man hier machen? Man muss zunächst mal natürlich hier die Zahl in der Form auch normalisieren. Für die Zahl hier schreibe ich jetzt ist gleich 0, und zwar normalisiert. Das heißt, das erste Bit hinter der Mantisi muss 1 sein. Und das erste Bit hinter der Mantisi ist das hier. Also 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 mal 2 hoch. Wie viele Stellen habe ich verschoben? Ich habe 13 Stellen verschoben. Das heißt mal 2 hoch 13. Aha, man sieht, ich habe eigentlich eine Darstellung, natürlich ist es eine positive Zahl, und diese Zahl ist jetzt 0, Mantisi mal 2 hoch Exponent. Das steht da. Das heißt, was ich gemacht habe, Komma um 13 Stellen nach links verschoben. Das entspricht einer Multiplikation mit 2 hoch minus 13. Damit ich das kompensiere, habe ich noch mit 2 hoch plus 13 multipliziert. Und was habe ich jetzt? Ich habe hier eigentlich viel. Ich weiß, dass der Exponent ist gleich 13. Daraus folgt, die Charakteristik ist gleich Exponent plus Offset 128 ist gleich 13 plus 120, 28. Das ist gleich 141 Dezimal. Und 141 Dezimal ist 128 plus 13, und 13 ist 8 plus 2 plus 1 dual. Und das Vorzeichen ist natürlich gleich 0. So, und was ist unsere Mantisi? Das ist die Mantisi, das ist unser Exponent. Ist eine positive Zahl. Exponent haben wir dargestellt in Form der Charakteristik. Also die Charakteristik kommt hier. Das ist unser VZ und das ist unsere Mantisi. Das sind hier 8 Bits, das ist 1 Bit und das sind hier 23 Bits. Und wenn wir das alles hier zusammenfassen, dann auf der nächsten Folie, dann können wir natürlich das Ganze hier eintragen. Das heißt, es ist eine positive Zahl, deshalb das Vorzeichenbit ist gleich 0. Die Charakteristik von 141, also 128 plus 13. Und das ist unsere Mantissa. Rufen wir mal nach, die Mantissa 11011 sieht ähnlich aus. Also das heißt hier, das ist die Darstellung von der Zahl 7135 in normalisierter Gleitkommaform. Okay, jetzt wollen wir diese Darstellung hier nehmen. Also das ist eigentlich, vielleicht der Vollständigkeit halber, schreibe ich das nochmal hin, damit die Leute das... Vorzeichen ist gleich 0, weil es eine positive Zahl ist. Die Charakteristik haben wir berechnet. Das ist 140,41 Dezimal, ist 128 plus 13. Dual und dieses M Mantissa ist natürlich 11011, 1101. 1111 000 und so weiter 0000. Und das haben wir alles hier eingetragen und dann haben wir die Darstellung bekommen. So, jetzt haben wir vorher gesagt, wenn wir Zahlen so normalisieren, dass immer eine 1 hier vor dem Komma steht, dann brauchen wir diese 1 nicht darzustellen. Dann haben wir noch mehr Genauigkeit in der Darstellung oder mehrere Bits für eine genauere Darstellung der Zahlen. Das heißt, im dritten Beispiel wollen wir die Zahl im Gleitkommaformat normalisiert, aber die erste 1 impliziert. Da ändert sich nichts an der Tatsache, außer dass wir diese 1 hier verschwinden lassen. Verschwinden lassen aus diesem Register, der die 32 Bit umfasst, aber nicht verschwinden lassen aus unserem Kopf. Ja, das heißt, wenn wir umrechnen und wenn wir sagen, gegeben ist eine Zahl in normalisierter Form mit impliziter 1, dann müssen wir diese implizite 1 berücksichtigen. So, und was man hier gemacht hat, ist diese führende 1 der Mantissa, die hat man natürlich hier weggemacht und somit hat man mehr Stellen für eine genauere Darstellung der Zahl. Das heißt, wir sprechen hier in diesem Fall von einer Restmantissa, damit man diese implizite 1 nicht vergisst. Und das Gleiche kann man in Hexadezimal, auch hier angeben. So, jetzt wollen wir als nächstes wissen, wir haben 3 unterschiedliche Formate kennengelernt. Wir haben ein Festkomma-Format mit Vorzeichenbit und 31 Bit für Betrag, für Festkomma-Darstellung. Und wir haben 2 unterschiedliche Formate für Gleitkomma-Darstellung. Einmal, dass die führende 1 explizit dargestellt wird, also Format B, und einmal Format C. Und wir wollen wissen eigentlich, welche Zahlen können wir in jedem Format darstellen. Klar, mit 32 Bits können wir insgesamt 2 hoch 32 unterschiedliche Kombinationen darstellen, egal was das ist. Ob das Einerkomplement, Zweierkomplement, Gleitkomma, Festkomma, mehr ist nicht drin. Ja, 2 hoch 32 unterschiedliche Kombinationen. Aber der Bereich und die Dichte der darstellbaren Zahlen auf dem Zahlenstrahl ist sehr unterschiedlich. Das werden wir noch genauer sehen. Zum Beispiel bei Festkommazahlen wissen wir, dass wir, wenn ich jetzt die positiven Zahlen mal betrachte, dass wir zwischen 2 aufeinanderfolgenden Zahlen oder 2 aufeinanderfolgende Festkommazahlen, die ich darstellen kann, habe ich immer den gleichen Abstand auf dem Zahlenstrahl. Wir werden später sehen, wenn wir genauer über Gleitkommazahlen reden, das ist Festkommazahlen, und bei Gleitkommazahlen werden wir sehen, dass wir natürlich sehr kleine Zahlen auch darstellen können. Das war ja die Motivation, warum wir sie überhaupt eingeführt haben. Aber dass diese Abstände zwischen den Zahlen, die man darstellen kann, immer größer werden mit der Größe der Zahl. Das ist natürlich hier schlecht dargestellt von mir, weil ich kann natürlich auch viel kleinere Zellen hier dazwischen darstellen, aber ich will es nur andeuten. So, mehr dazu später. Aber jetzt gucken wir mal, welche Zahlen können wir im Format A repräsentieren. Und wir fangen an, was ist das Zweierkomplement? 31 Bit führen die, also das Bit mit der 31 ist das Vorzeichen. Das heißt, die kleinste Zahl können wir einfach schreiben. Die kleinste Zahl ist natürlich eine negative Zahl. Die hat hier eine 1, ja, und die hat sonst nichts. Also insgesamt habe ich hier 31 Nullen. So, und was ist der Zahlenwert hier davon? Der Zahlenwert davon ist natürlich minus 1 mal 2 hoch minus 30, 31 ist gleich minus 2 hoch minus 30, 31. Was ist die größte Zahl, die man hier darstellen kann? Die größte Zahl z ist gleich, natürlich ist das eine positive Zahl, deshalb muss eine 0 hier bei Zweierkomplementdarstellung kommen. Und dann 31 Einsen. So, und was ist der Zahlenwert davon? Ist natürlich 2 hoch 30. Plus 2 hoch 29, plus und so weiter und so fort, plus 2 hoch 0. Und wenn das Z ist, dann kennen wir diesen Trick. Am besten bildet man immer 2 mal Z, dann bekommt man 2 hoch 30, 31, plus 2 mal 2 hoch 30, plus und so weiter und so fort, plus 2 hoch 1. Die 2 hoch 1 ist hier. Und subtrahiert man immer 2z minus z. Natürlich für manche von euch ist das trivial, aber wir machen es für alle. 2 hoch 30, 31 minus 2 hoch 0, also 2 hoch 30, 31 minus 1. So, das heißt, die kleinste Zahl ist minus 2 hoch minus 31 und die große Zahl ist 2 hoch 31 minus 1. Kennen wir aus dem Zweierkomplement mit 4 Bits, minus 8 bis plus 7, mit n Bits, minus 2 hoch, mit 32 Bit, minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1. So, nun kommen wir zu Format B. Und Format B war so ein Gleitkomma-Format. Das heißt, wir wollen zunächst mal die größte Zahl bestimmen. Ich weiß, dass das Ganze so eine halbe, knappe, halbe, volle Seite im Skript ist, aber das muss ihr hier über die Folien mal ein bisschen besser verstehen. Damit im Skript sind nur die Ergebnisse eigentlich angegeben, aber das Nachdenken und wie man zu diesen Ergebnissen kommt, kann man hier aus den Folien entnehmen. So, größte Zahl bedeutet, hat den größten Betrag. Das heißt, auf der einen Seite die größte Mantisse M. Und diese Größe Mantisse M ist natürlich, oder 0, M ist gleich 0, und dann lauter Einsen hier. Ja? Also insgesamt 23 Einsen. So, also das sind 20, 23 Einsen. Und was ist der Zahlenwert hier davon? Das ist 2 hoch minus 1 plus 2 hoch minus 2. Und so weiter und so fort, plus 2 hoch minus 20, 23. Das ist M. Und wir wollen das ein bisschen niedlicher mal hinschreiben. Deshalb der Trick immer mit 2 multiplizieren, dann bekommt man 1 plus 2 hoch minus 1 plus 2 hoch minus 20, 22. Und M ist natürlich 2M minus M. Das ist gleich 1 minus 2 hoch minus 20, 23. So, das ist die Mantisse, die zum größten Zahl gehört. Natürlich ist das nicht alles, sondern die größte Charakteristik oder beziehungsweise Exponent, größte Charakteristik. So, und die Charakteristik, wie wir sehen, das sind die Bits 23 bis 30. Und das ist eine mehr oder weniger vorzeichenlose Zahl. Das heißt, die größte Charakteristik oder die größte Zahl hat natürlich Einsen überall in diesen 8 Bits. Das heißt, die größte Charakteristik ist gleich 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und das ist nichts anderes als 255 zur Basis 10. Daraus folgt der große Exponent, also Exponent max, ist gleich 255 minus 12028 ist gleich 127 zur Basis 10. Damit natürlich große Zahl ist positiv, Daraus folgt VZ gleich 0 und somit erhalten wir die größte Zahl, die man in diesem Format darstellen kann, ist nichts anderes als die Mantisi 1 minus 2 hoch minus 2023 multipliziert mit 2 hoch 12027. Das ist die größte Zahl, die wir in diesem Format darstellen können. So, jetzt gucken wir mal die, gucken wir mal die kleinste Zahl, ja, die müssen wir noch finden. Und zwar die kleinste positive Zahl. Für die negativen Zahlen ist das alles analog. Das ist klar. 0, Mantisi, es muss immer 0,100, weil das ist ja normalisiert. Das heißt, ich brauche eine 1 vor dem Komma, aber ich darf überhaupt keine weitere 1 in der Mantisi hinzunehmen. Das ist das Kleinste wirklich, was es geht. Und die Charakteristik, die kleinste Charakteristik ist 0. Daraus folgt der Exponent ist gleich Charakteristik minus 128 ist gleich minus 128 zur Basis 10 und somit haben wir die kleinste positive Zahl. Ist nichts anderes als 0,1 im Dual, das ist ja alles Dual hier, 0,1 Dual ist nichts anderes als 0,5 Dezimal multipliziert mit 2 hoch minus 12028. So, das heißt, wir können hier, was ist da los? Ich glaube, er hat meine Annotationen von beiden Folien intelligent, auf eine extrem intelligente Art und Weise kombiniert. Ja? Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Ich korrigiere es zu Hause, aber die Zusammenfassung, wir haben die große Zahl bestimmt, 1 minus 2 hoch minus 23, und wir haben die kleinste Zahl gerade hier bestimmt. Und im Negativen natürlich alles gleich, aber mit dem Vorzeichen davor. Das ist nur das Vorzeichen-Bit. Und zusätzlich natürlich, wenn wir hier ein spezielles Bit für die Null, spezielles Bitmuster für die Darstellung der Null festlegen, ja, alle Bits Null, dann können wir auch die Null darstellen. So. Wir müssen aufhören, glaube ich, an der Stelle. Nee, wir haben noch eine Minute, oder? Okay, nee. So, das nächste Mal werden wir sehen, dass wir bei diesem Format hier, bei Format C, da wir die 1 implizit darstellen können, können wir noch genauer die Mantisi darstellen. Also hier hatten wir 2 hoch minus 23, jetzt ist es 2 hoch minus 24. Und zusätzlich sieht man hier, dass bei dem Format C, wo wir die 1 implizit darstellen, die 0 nicht mehr darstellen können. Für heute dann, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.